Hallöchen und endlich mal wieder zurück bei F1 2017 Karriere. Ja, nach zwei Debakelrennen jetzt in Mexiko steht das Qualifying an und ich hoffe, das gibt alles noch ein Happy End, die letzten drei Rennen. Wir probieren das alles mal. Letztes Mal hatte ich natürlich die falschen Reifen genommen am Start. Ich hab die Strategie nicht ausgewählt. Ja, manchmal läuft es einfach. Ja, Kleinigkeiten laufen schief und dann kann das ganze Rennen schief laufen. Diesmal, naja, gut, den Start. Ich habe da sowieso immer eine Schwäche. Wenn ich dann halt ein bisschen zurückliege, dann muss ich am besten die Bälle flach haben. So, diese lange Gerade, kann ich hier noch was machen. Aber das ist schwierige Strecke. Aber eins nach dem anderen, erstmal das Qualifying. Danach kommen ja noch Brasilien, somit meine Lieblingsstadt hier so ziemlich. Und dann noch Dubai. Wollen wir ja mal wenigstens langsam abschließen. Auf den Kanal kommt ja manchmal nicht viel oder längere Zeit nichts. Viel um die Ohren habe ich manchmal. Aber ich will den Channel natürlich auch nicht begraben. Und, aber obwohl es alles nur Spaß ist, was ich mache. Ich mache es nur aus reiner Lust. Also wenn ein Video kommt, habe ich auch Lust. Vielleicht können wir erstmal mit Rot. Gut. Herr Bottas, 23 Punkte hinter uns. Bei drei Rennen, gut, ein bisschen aufpassen, nicht schon wieder eine Nullnummer machen. Vor allem ein Punkt hinter vor uns, glaube ich, ist, glaube ich, ich kann nicht reden. Der Raikkonen ist halt vor uns. Du bist gerade auf. Die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Ich glaube, ich müsste nicht noch eine Runde fahren. Ich weiß es aber nicht. Boxeneinfahrt, Ausfahrt, kein Problem. Testet man halt vorher. Habe ich manchmal nicht gemacht. Es gibt immer noch ein paar Sachen, die ich in dieser Saison gelernt habe. Aber wir waren auch trotzdem, trotz allem, relativ erfolgreich. Und es ist endlich mal der dritte Sektor. Gut, den habe ich im Training und so nicht so ganz perfekt hinbekommen. Aber jetzt schon. Dürfte, glaube ich, meine schnellste Zeit sein. Ach, manchmal, wenn ich lange nicht aufgenommen habe, dann kann ich nicht so gut reden. Nehmt es mir nicht für übel. Mit Rot nur viel sehnlicher. Vielleicht ist Rot auch nicht viel langsamer. Das muss nichts bedeuten. Q2 könnte ich damit auch spielen. Aber ich probiere natürlich immer meine Standardstrategie. Schnellster Reifen. Der gebrauchte von Q2. Dann eine Nummer drunter und dann nochmal vielleicht. Dann wahrscheinlich nochmal gebraucht. Das ist so mein Standard. Standard 2-Stopp-Strategie. Ne? Soll auch wahrscheinlich nicht regnen, also hier im Qualifying sowieso nicht. Strahlender Sonnenschein. Und im Rennen bewölkt, aber ist, glaube ich, trocken. Ich habe auch mal gerne jetzt ein ganz normales Rennen, wo keine großen Vorfälle sind, aber ich habe das vorher auch schon gesagt und ist trotzdem schief gelaufen. Also sage ich, erwähne ich das jetzt alles nicht zu oft. Das Beste draus machen. Natürlich dürfen wir auch nicht hinter den während konkreten Ziel kommen, das ist natürlich ganz klar. Kann man auch ein bisschen Benzin und Reifen sparen, merke ich gerade. Dass manchmal so Lecks sind, manchmal heißt das, man soll sowas auf eine SSD-Festplatte packen. Die Festplatte ist dann auch schon ein bisschen älter bei mir. Und nicht die allerbeste und schnellste. Ja, ich habe im Moment keine Alternative. Deswegen können nämlich auch diese Mini-Lags nur verkommen. Haben andere auch.
hier nicht aufpasst, kann man auch mächtig auf. Das war die schnellste Runde. Eigentlich wollte ich noch vorher vielleicht ein Update anbringen, aber ich konnte mir nichts leisten. Hätte euch das noch gezeigt. Also, gut, ob was fertig wird diese Saison, das weiß ich nicht, aber. Ja. So. Die erwärmten Konkurrenten mal wieder hinter mir. Immer die üblichen drei Verdächtigen oder vier. Ob Bottas noch nicht so schnell war? Ja, die steigern sich, aber ich muss ja auch nicht immer 2 Sekunden Vorsprung oder 1 Sekunde Vorsprung haben. So, das läuft ja alles nach Plan. Am heutigen Sommeranfang, obwohl das Wetter wahrscheinlich nicht so aussehen wird. Ja, ich sagt gerade der Vergangenheits-Benjamin oder der Zukunfts-Benjamin oder wie auch immer. Ich nehme das einen Tag vorher auf. Oh, bewölkt? Nee. Sagt gerade so aus. Keine Ahnung. Hier kommt Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Komm mal jetzt. Hier weiß ich nicht, vielleicht kann ich noch eine Runde dranhängen. Aber das ist wahrscheinlich der Reifen, den ich mir dann auch irgendwann noch mal drauf montiere, sollte also nicht 1000 Runden fahren. Sind alle in der Box? Gut. Instabil ist der Wagen ja schon. Manchen Strecken, in manchen Kurven. Aerodynamik und so ist halt nicht perfekt. Da merkt man, dass ich hier wieder so ein Setup habe. Das ist eher so ein bisschen zugeschnitten ist auf dem Wagen. Dann läuft es auch wieder besser. Also Osten ist ja nicht so meine Strecke, muss ich sagen, mit dem Wagen hier. Man kann anscheinend so fahren. Anscheinend darf man ein bisschen rauskommen und man hat dadurch keinen Vorteil. Sonst hätte ich natürlich eine Strafe oder Verwarnung bekommen. Aber ich möchte das jetzt nicht so mal rausfahren. Und man kann auch nur ein bisschen Schwung holen. Ne? Ob das eine perfekte Runde war, ich glaube nicht. War nicht viel langsamer, okay. Ich erwarte ja manchmal eine Steigerung von den Gegnern. Ob ich sanft oder hart durchfahre, fast gleich schnell. Ich habe festgestellt. Aber hier, scheiße, das war nicht gut. Wird die Runde auch nichts mehr. Ich möchte aber auch nicht unbedingt noch mehr Runden fahren. Ich weiß es nicht. Hier habe ich ja doch noch ein bisschen Grün. Ganz schön was wieder rausgeholt. Es kann noch eine tiefere 1,19 werden, wenn man den ersten Sektor gesehen hat. Oder danach. Ich weiß gar nicht, wo ich den Fehler gemacht habe.
Das war eine sehr gute Runde, aber mehr möchte ich auch nicht fahren. Diese im zweiten Sektor sind sich nicht sicher, da kann ich nochmal verdrängt werden. Von der Bestzeit her. Dann kann man mal gucken, was die Reifen so drauf haben. An Abnutzung 10%. 7% habe ich nur eine Runde mitgefahren. Bis da jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 19,3. Guck mal, die 3% macht angeblich so 2/10 aus. Oder machen, meine ich. Und der... Wenn der noch ein bisschen mehr Prozent hätte, dann ist der fast gleich schnell, der rote, oder? Okay. Müsst jetzt den Vergleich... Der ist 4/10 schneller... Und dann wäre das noch, also eine halbe Sekunde ist ja nur langsamer. Da noch ein bisschen, eine Sekunde, okay. Kann man mal so ein bisschen gucken. Schade, nicht die allerperfekteste Runde, aber wird sie reichen? Ich kann die eh nicht mehr rausfahren. 20-3, aber dann. Im dritten Sektor sind sie auch nah dran. Im zweiten auch. Im ersten bin ich klar schneller. Und das ist natürlich. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir Pole. Können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Vor Ihre Vettel, vor Bottas, vor Hamilton, vor Vettel und Valtteri Bottas. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Hier leider nichts. Aber manchmal können wir noch eine Strafe kriegen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht fällt auch mal wieder jemand aus. Letztes Mal Vettel, Hamilton fährt ganz gerne. Wer weiß, Raikön oder Bottas muss nicht, am besten aus eigener Kraft. Mal sehen, was es wird. Aber natürlich nach zwei verkorksten Rennen, wo Kleinigkeiten entscheidend waren und so, steht man natürlich ein bisschen unter Druck. Und da ich die Starts nicht so kann, okay. Aber dann kommt natürlich eine ganz lange, lange Gerade, wo ich mich wieder zurückkämpfen kann. Mal gucken, ob das Wetter stabil bleibt und alles. Und alles weitere sehen wir dann im Rennen. Schaltet auch wieder ein. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.